Canadian player actually took a ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gillespie. Oh no, Gillespie, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Wir befinden uns hier vor der Halle 7 bei der Paris Games Week. Wer die Paris Games noch nicht kennt, ist ungefähr das gleiche wie die Gamescom bei uns in Deutschland, nur halt hier in Paris. Und hier ist auch immer ein großes Turnier, wo seit 2 Jahren COD dabei ist, die ESWC. Und wir waren dieses Jahr eingeladen, Deutschland zu vertreten. Wir sind leider aber schon ausgeschieden, hatten eine sehr, sehr starke Gruppe mit einem der besten Teams, Epsilon aus England, wo wir uns 3-0 geschlagen gehen mussten. Dann gab es auch ein starkes australisches Team gegen Immunity. Immunity heißt Mindfreak, das war vorher auf den COD Champs Immunity, genau jetzt Mindfreak, wo wir knapp mit 3-1 gewonnen haben, waren aber relativ close Matches. Und dann haben wir noch gegen Delibear aus Belgien mit 3-2 ganz knapp verloren und sind leider da war das komplette schon vorbei. Ja. Also wir hätten dann sowieso nicht mehr weiterkommen können, haben wir trotzdem leider noch mit 3-2 verloren und sind somit schon ausgeschieden in der Gruppenphase. War jetzt dieses Mal nicht so unser Tournament. Gerade die Zocken noch ein bisschen was zu den einzelnen Matches. Ja, also gegen Epsilon muss man halt ehrlich sagen, die waren einfach besser. Wir sind viele, ich würde sagen, das beste Team in Europa. Und die spielen auch schon lange zusammen. Wir hatten zwar einen Picker, der Matt kennt, der kennt ein paar von euch. Ist auch einer der besten Spieler. Und die hatten auf jeden Fall, muss man sagen, besser wie wir gespielt. War teilweise auch knapp, muss man sagen. Anfangs haben wir dann, am Ende haben wir dann einfach besser gespielt. Und gegen die Australier war es so, haben wir erste Map Frank Domination gespielt. Wir hätten, also ich sag mal so, wir hatten die am Ende im Triple Camp. Wenn es jemand von euch das sagt, Triple Camp bei Domination, wenn du alle drei Flags also hast. Und dann war es dann unlucky, weil einfach wir haben auf Raid, ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, einfach einen bei der Red Door, also vor Red den Spawn bekommen, das hat somit sag ich mal unser Spiel verloren, weil dann haben wir B bekommen und so sind wieder durchgebracht. Ich finde es eigentlich schade, weil wenn du überlegst, das ist eigentlich so nicht wichtig vom Spiel, weil wenn du Domination, wie ich das kenne, musst du alle dritten Hotflags wollen und die haben natürlich zu Red Doors noch. Ich hatte mal so ziemlich gebracht, das sind die, haben wir dann gewonnen auf Sovereign und was war dann im nächsten Moment? War dann Blitz, haben wir knapp verloren, war ein richtig enges Matchup, war richtig knapp und Octane Domination haben wir dann auch, war dann schon, keine Ahnung, hatten die bessere AIs und so, haben wir dann aber gleich gemacht. Und gegen die Belgier, wie der Schock schon gesagt hat, war es halt schon so gut wie vorbei, weil, also wir wussten da schon, dass wir draußen sind, haben wir uns auch nicht mehr so, denke mal, irgendwie kümmert, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Und ja, was ich mir selber vorgenommen habe für AW ist, dass wir nicht mehr als Pickup fahren, weil ich bin noch nie auf der LAN mit einem Full-Team gefahren. Also ich bin jetzt schon seit der Zeit war ich auf LAN noch nie mehr mit einem Full-Team-Banner gefahren. Nur die Jungs, also Milan, Kiwi, Quickie und Rox damals, sind einmal auf dem Full-Team-LAN gefahren und die haben dann gewonnen in der FC. Also soll jetzt keine dumme Ausrede sein, aber ich habe es wirklich fest vorgenommen, dass wir nicht mehr als Pickups auf LAN fahren. Genau, das ist halt einfach das Problem, dass wir halt in Ghosts immer Pickups nutzen mussten. Und ihr habt ja gesehen, wir hatten eine LAN als Full-Team gefahren, haben die direkt gewonnen. Auch wenn es nicht die größte LAN war, aber es waren trotzdem gute Teams mit am Start. Und wir haben uns einfach vorgenommen, dass wir Advanced Warfare von Anfang an ein konstantes Line-Up finden. 4 Spieler und dann müsst ihr den World Champs einfach zusammen durchgrinden. Und müssen wir mal gucken, ob das alles so hinhaut. Wir werden jetzt die nächsten Wochen Spieler testen, verschiedene Spieler ausprobieren, um das richtige Line-Up zu finden. Wir müssen natürlich auch international mithalten. Und ansonsten, ja, wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich schon zu Hause, weil wir hier genug Zweifel haben, es hochzuladen. Wir haben ansonsten hier noch Advanced Warfare gezockt, das ist auch hier so ein Advanced Warfare Stand, wie bei den Gamescom, wo man zocken kann, haben hier noch das Game noch ein bisschen angezockt und haben das Paris ein bisschen angeschaut, haben die Zeit genossen, hatten gutes Wetter hier. Und wie gesagt, am Montag, wenn ihr das Video seht, seid ihr gerade auf der Heimreise, beziehungsweise sind eventuell schon daheim und ihr kriegt dann noch weitere Infos demnächst von uns. Und ich möchte mich noch bei euch bedanken, dass ihr uns die komplette Season wirklich so unterstützt habt, hier vor allem auf YouTube, auf Facebook. Auch Twitter war echt die Beste, ihr habt uns wirklich also krass supportet, ich hoffe, wir machen auch mit AW so weiter. Und natürlich auch danke an unsere Sponsoren, also an Killerfish eSport und an all unsere Sponsoren, die uns vieles möglich gemacht haben, uns auch viele Events geschickt haben. Und ja, riesen Dankeschön einfach und ich würde sagen, wir waren dann wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus. Brilliant play there, actually, took a ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killerfish. Oh no, Killerfish, I'm going to LA. Lass mal nochmal von vorne anfangen, der andere Idee ist. Oh mein Gott! Ja, warte, mach halt deinen zweiten.